Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind heute hier in La Trappe, genau. Wir wollen heute für eine Golddorf-Route gehen. Wir haben sie leider nicht im Buch, wir haben sie nur über die anderen Golddorf-Routen gefunden. Die ist etwas kürzer, nur 4,4 Kilometer. Der Grund ist, warum wir heute so eine kurze Strecke gehen. Wegen meinem Popo, ich wurde operiert. Er hat 3 Arschlöcher. Also ich wurde operiert am Hintern und ich bin auch ein bisschen eingeschränkt. Am Donnerstag war das, heute ist Montag, Pfingstmontag. Es ist 10 Uhr, perfekte Zeit zum Wandern. Und dann werden wir mal schauen, wie lange wir dafür brauchen und ob die Route gut ist, schön ist, wie auch immer. Also dann viel Spaß beim Video. Hui. Daumen hoch. Okay, Daumen hoch. Vielleicht. Guck mal, von dem Rest. Gleich. Anderer Weg. Wir gehen diesen Weg. Von da kommen wir, also gehen wir da oben oder da unten? Geradeaus erst, ne? Erst hoch, ja, haben wir noch. Wir haben noch Power. Smart! Smart! Warte mal. Schlange. Gefährlich oder nicht? Giftig oder nicht? Blind schleichen eigentlich nicht. Kann man nach Hause mitnehmen? Die beißt dich aber. Ach so. Okay.
Aufpasser. Schlange. Ular. Meine Jacke fällt runter. Oh. Sollte ich dir helfen? Ah, warte, nochmal, nochmal. Nochmal? Du hast genau auf die Batterien. Okay. Let's go! Ach, das ist von dem anderen Weg. Das Delonya. Tada.
I-A, I-A. Wir sind wieder im Auto angekommen und ich muss sagen, der Weg war sehr schön. Ein Nachteil ist, es ist manchmal richtig schlecht ausgeschildert. Und ja, Problem war ja auch, wir hatten nicht die Karte so gehabt. Luna hat nur ein Foto gemacht und sind nach dem Foto gegangen. Aber sonst der Weg ist sehr schön. Und was sagst du? Sehr schön. Kritiken an dem Weg? Ja. Kritiken nicht. Keine Kritik von Luna. Wenn der Weg schön ist, dann alles super, ja, finde ich. Und sehr ruhig. Nicht so viele Leute. Ja, das stimmt. Nicht so viele Autos. Hier in dieser Stadt geht es, soweit ich weiß, nicht mehr weiter. Die Stadt endet, die Straße endet hier in der Stadt. Und deswegen fahren hier fast keine Autos lang. Nur die Leute, die hier wohnen. Ist auch ein. Und der Wanderer. Wanderer. Ja. Ja. Aber fahren hier mit den Autos sehr wenig Leute lang. Mhm. Und es ist ein Urlaubsdorf, würde ich sagen, weil jedes Haus, was hier rumsteht, ist irgendwie eine Pension oder eine Ferienwohnung, eins von beiden. Aber halt sehr schön. Muss mal 4,4 Kilometer, ist auch nicht so weit, so viel es gehen. Bisschen anspruchsvoll ist er, weil da geht es ziemlich steil hoch und runter. Es ist jetzt 13 Uhr, wir sind 3 Stunden gegangen. Wir haben auch Pause gemacht. Pause, Pause. Der Wald, ja, ist super, sehr grün. Ja, der ist noch intakt. Ja. Noch heile. Noch heile, ja. Aber ich würde sagen, ich glaube, der andere Weg ist ein bisschen schöner. Wow. Der Waldförster, nee, hier in der Stadt, in Lathrop. Mhm. Der, wie hieß der Wald? Wald, blum, blum, blum. Wald, 4,5 Kilometer. Waldarbeiter- und Försterweg. Der ist bestimmt schöner. Der startet genau da vorne an der Mühle, wo wir jetzt hier stehen, am Spielplatz. Da in der Mühle ist der Startpunkt von den anderen. Mhm. Ja. Gut, das war's von uns aus. Das geht. Jo. Alleine. Okay. Okay, dann danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Luna, schreibst du was im Blog dazu über den Wanderweg? Ja? Dann schaut mal nach bei dem Blog. Da sind die Wanderwege sind alle auf Deutsch. Ja. Und ja, das war's. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.